zweitbeste Siebenkämpferin der Welt, Jennifer Oeser aus Leverkusen. Ob Vize-Weltmeisterin Jennifer Oeser oder Topathlet Norman Müller, alle Stars des deutschen Mehrkampfes folgten der Einladung der LG Kindelsberg-Kreuztal. Wir haben ja wirklich bewusst hier die besten 6 Frauen und Männer an den Start bringen wollen. Für uns Bundestrainer war es schon ein wichtiges Signal, alle zusammenzukriegen und unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen hier zu testen. Zum 40-jährigen Vereinsjubiläum führte die Leichtathletikgemeinschaft erstmals eine Mehrkampf-Challenge durch. Für die Athleten eine erste Standortbestimmung zu Beginn der Freiluftsaison. Gespannt erwarten die Zuschauer im Kreuztaler Stadion Stählerwiese den Startschuss zur ersten Disziplin, die 100 Meter Hürden der Frauen. Jennifer Oeser legt gleich mal eine super Zeit mit 13,60 Sekunden auf der schnellen Kreuztaler Bahn vor und setzt sich im Duell gegen Maren Schwertner durch. Ein guter Saisonauftakt für die Leverkusenerin. Hat Spaß gemacht heute? Ja, auf jeden Fall. War mal ein schöner neuer Wettkampf und so ein Vierkampf zum Auftakt ist eine schöne Sache. Damit dieser Wettkampf reibungslos läuft, dafür sorgen zahlreiche helfende Hände des Vereins. In Windeseile wird für den Hürdenlauf der Männer umgebaut, während sich die Athleten, wie hier Pascal Bärenbruch, auf ihren Lauf vorbereiten. Nach Platz 6 bei der WM 2009 tritt Pascal Bärenbruch als bester deutscher Zehnkämpfer in Kreuztal an. Doch die Konkurrenz ist stark. Ist sicherlich noch 13,40 vielleicht möglich. Ein sehr starker Partner, das haben wir hier auf dem Banku geführt. Ja, sehr gut aus dem Blöcken. Überraschend siegt Rico Freimuth aus Halle und schrammt nur knapp an seiner Bestzeit vorbei. Ja, fantastische Leistung, 14,28. Was sagst du selbst zu deiner Leistung? Also ich hätte nie gedacht, dass ich noch eine Zeit lernen kann. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Gegenwind. Und ja, ich freue mich einfach nur. Und das ist ein Hundertstel über meine Bestleistung. Also kann die Saison so weitergehen. Die ersten Siegergeschenke des Tages verteilt der Vorsitzende der LG, Rolf Bernshausen. Zur zweiten Disziplin, dem Kugelstoßen, versammeln sich die Zuschauer oberhalb des Stadions. Das Besondere, sie dürfen ganz nah ran an die Anlage und die Athleten. Spitzensport zum Anfassen. Normalerweise sind die Mehrkämpfer bei der Jagd auf Weiten und Punkte auf sich alleine gestellt. Aber bei der Mehrkampf-Challenge zählt auch das Team. Also ich fand es erstmal eine gelungene Sache. Es ist ja ein neues Projekt gewesen, diesen Teamwettkampf. Also immer eine Siebenkämpferin wird ausgelost am Abend vorher mit einem Zehnkämpfer. Man weiß natürlich vorher nicht, wen man als Partner bekommt. Interessant ist, wie dann die Partner hier zusammenfinden. Hier feuert Nils Büker seine Teamkollegin Claudia Rath an und die stößt gleich ein paar Zentimeter weiter. Wie dann die Partner einen ordentlichen Wettkampf machen, den Kampf dann auch annehmen. Und das ist heute auch durchaus gelungen und die Zuschauer haben dies dann entsprechend auch honoriert. Nach dem verpatzten Start lässt Pascal Bärenbruch dann sein Können im Kugelstoßen aufblitzen. Mit 15,97 Meter gewinnt er diesen Wettkampf zusammen mit Maren Schwertner, die 13,68 erreicht. Dass die Athleten sich in Kreuztal wohlfühlen, zeigt sich auch zwischen den Wettkämpfen. Immer freundlich schreiben sie fleißig Autogramme. Manchmal auch auf ganz besondere Art und Weise.
Danke. Bitte, bitte. Im Weitsprung den Vorsprung ausbauen, das will das führende Team mit Jennifer Oeser und Norman Müller. Zunächst klappt das auch. 6,24 Meter, Klasseleistung. Doch dann nimmt Claudia Rath Anlauf. Und mit ihrem Satz über 6,38 Meter gewinnt sie diese Disziplin. Unterstützt durch die große Anfeuerung der Zuschauer. Und genau diese Stimmung treibt auch Nils Büker an. Das motiviert einen noch mehr, gerade wenn die dann da stehen und man klatscht die an und man merkt, wie die Massen dann mitgehen. Das motiviert gerade mich. Und bei so einer Begeisterung gelingen einfach auch weite Sätze. Und dann ist man vielleicht noch ein bisschen schneller und springt noch ein bisschen weiter. 7,33 Meter. Bei Pascal Bärenbruch läuft es dagegen gar nicht mehr so rund. Mein Fuß tut weh. So registrieren die Zuschauer, das Duo Büker und Rath gewinnt die Weitsprungwertung. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt in der letzten Disziplin. Zum Abschluss der Mehrkampf-Challenge steht ein etwas ungewöhnlicher Sprint. Die Distanz beträgt 150 Meter. Gekämpft. Im Schlussspurt hat Jennifer Oeser die Nase vorne. Schließlich läuft sie auch für ihren Teamkollegen. Aber gerade hier ist das Besondere noch, dass man seinen Partner erst recht nicht hängen lassen kann. Und von daher kämpft man dann doch schon hier ums Letzte. Und das ist auf jeden Fall das Neue und das Besondere an diesem Wettkampf, an dieser Wettkampfform. Die Mehrkampf-Challenge scheint auch bei Maren Schwertner gut anzukommen. Sie kann als Zweite zufrieden sein. Die Zuschauer aber sind gespannt. Welches Team wird Gesamtsieger? Alles hängt vom letzten Lauf der Männer ab. Ganz klar, Nils Büker krönt seine Tagesleistung mit dem Sprintsieg und bringt sein Team weit nach vorne. Und dann haben wir natürlich die Claudia und ich in unserem Team sehr stark aufgeholt, gerade weil wir Weitsprung beide recht stark sind. 150 habe ich richtig einen guten Lauf erwischt. Und dann haben wir das auch noch nach Hause gefahren, sind nachher noch insgesamt Zweiter geworden. Das war sehr gut und war ein super Fazit hier, super Tag hier für mich. Aber einen noch besseren Tag erwischte das favorisierte Team Jennifer Oeser und Norman Müller. Sie gewinnen die Premiere der Mehrkampf-Challenge von Kreuztal. Eine rundum gelungene Veranstaltung zum Vereinsjubiläum. Hat uns sehr gut gefallen, die lockere Atmosphäre und wir finden die Jungs und die Mädchen sehr gut. Aber nicht nur die LG Kindelsberg Kreuztal freut sich, auch die Athleten sind begeistert von der Atmosphäre. Alle Athleten hier, das war eine super Sache und vielen Dank. Und für uns Mehrkämpfer ist es besonders schön, mal ein bisschen Zuschauer hinter sich zu haben, ein bisschen Publikum. Das war wirklich eine schöne Stimmung und wir kommen, glaube ich, nächstes Jahr gerne wieder. Und wenn dann noch ein bisschen mehr die Sonne scheint, kommen wir umso lieber wieder. 40 Jahre LG Kindelsberg Kreuztal und der Bundestrainer hat einen Wunsch für den Verein. Ja, ich hatte einen Wunsch, dass diese Anlage, die wirklich Feuer beinhaltet, sie ist schnell, sie bietet also damit auch attraktive Leistungen, dass sie aufgepeppt wird, dass man sie nicht nur erhält, sondern wieder in einen noch besseren Zustand bringt, dass man wirklich darüber nachdenkt, in die Jugend zu investieren, in die Leistung der Jugend zu investieren. Ich glaube, dass der Verein im Augenblick wieder eine tolle Nachwuchsarbeit macht und die Tradition über 40 Jahre dieses Vereins sollte auch wieder weiter ins Land strahlen. Und der Name ist immer noch Begriff dieses Vereins und da sollte man dran arbeiten und da müssen alle mithelfen. Der Bürgermeister, die Bevölkerung, alle müssen sagen, okay, unser Schmuckstück müssen wir weiter ausbauen, damit wir attraktiven Sport hier sehen können. Attraktiver Sport in Kreuztal. Die Mehrkampf-Challenge 2010 hat dafür ein positives Signal gesetzt.